Hey, schön, dass du wieder dabei bist hier auf meinem Channel. Heute geht es darum, wie du es schaffst, dass die Frau dich erobern will und dich verführt und nicht andersrum. Geile Geschichte, die ich dazu erlebt habe. Ich war letztens mit einer Frau an der Warschauer Straße unterwegs und kurz zu deinem Verständnis, die Warschauer Straße ist einfach eine Straße, da sind viele Bars, da sind Clubs und so weiter. Und wir sind unterwegs, gehen da so ein bisschen lang und dann sagt sie plötzlich zu mir, hey, pass auf, lass uns doch in eine Bar gehen. Und dann habe ich die Gunst der Stunde ergriffen und genau das gemacht, was ich dir jetzt auch gleich erzählen werde. Ich habe sie angeguckt, habe in die Augen geschaut, habe sie so ein bisschen angelächelt und habe dann gesagt, ja, ich weiß genau, was du vorhast. Du willst mich abfüllen und dann später mit nach Hause nehmen. Ich weiß, wie das läuft, ja, aber ich bin nicht so ein Typ, ja. Ich bin einfach nicht so ein Typ. Und dann hat sie angefangen zu lachen, ich habe angefangen zu lachen und natürlich sind wir dann auch in die Bar gegangen und am Ende des Tages ist es tatsächlich so gewesen, dass sie mich dann eingeladen hat, mit zu ihr zu kommen und wir dann auch bei ihr waren zu Hause. Es ist dann nichts gelaufen, erst beim nächsten Treffen, aber witzig, wie das tatsächlich funktioniert hat. Und das funktioniert eben deswegen, weil wenn du einer Person eine Rolle zuschreibst, ja, wenn du einer Person sagst, hey, das ist die Rolle für dich, ja, das ist deine Rolle, die Verführerin, und du gibst ihr diese Rolle, indem du Dinge sagst, wie das, was ich eben gesagt habe, dann wird sie ihre Rolle ausführen wollen. Ja, das ist wie, wenn du jemanden mit irgendwas identifizierst. Du sagst zum Beispiel, hey, du bist ein fauler Mensch. Und wenn du immer wieder sagst, hey, du bist ein fauler Mensch, dann, vorausgesetzt, er glaubt dir das, wird er halt diese Rolle ausführen wollen. Weil sonst macht das ja keinen Sinn für ihn. Wenn er denkt, oh, ich bin wirklich ein fauler Mensch, dann verhält er sich auch danach. Die Menschen verhalten sich danach, von dem sie denken, was sie sind. Und wenn ich ihr jetzt sage, hey, du bist die Verführerin, guck mal, du sagst es alles, um mich zu verführen, dann wird sie das nicht aktiv machen, aber passiv stellt sich das schon so ein bisschen unterbewusst bei ihr ein, dass sie so ein bisschen in die Rolle der Verführerin schlüpft. Und genau das hat sie nämlich auch gemacht auf dem Date. Und es ist so super simpel, es ist einfach nur dieser Rollentausch, über den wir schon mal in einem vorherigen Video geredet haben. Nur dieser Rollentausch, super genial, super simpel und auch von jedem zu machen, egal ob du jetzt Anfänger bist oder fortgeschritten oder wie groß du bist oder klein oder wie dick du bist, das kannst du immer machen. Du kannst es immer umdrehen und sagen, hey, pass auf, ich weiß genau, was du vorhast. Du willst mich nur verführen, mit nach Hause nehmen, aber ich bin nicht so ein Mann, ja. So einer bin ich nicht. Ich bin doch keine Schlampe. Also du kannst wirklich dieses klassisch Klischeehafte, was Frauen sagen, einfach umdrehen und damit zu tun, hey, ich bin hier das Opfer, ja, du verführst mich. Und dadurch, dass du ihr, wenn du das wiederholt machst, wenn du ihr immer wieder diesen Trigger gibst, immer wieder das gibst, ja, diese Rolle aufdrückst, irgendwann nimmt sie die an. Und dann handelt sie nach dieser Rolle und dann passiert eben das, was bei mir passiert ist, nämlich dass sie dich mit zu sich nach Hause nimmt, auch wenn dann an dem Abend nichts weiter passiert ist. Aber es hat funktioniert und genauso kann es für dich funktionieren. Und wie du das genau anwendest und was dann auch danach kommt, also was kommt nach diesem Schritt, nachdem sie dich mit nach Hause genommen hat, du sie wiedergesehen hast, bezüglich Sex, bezüglich Beziehung, das lernst du in meinem Online-Training. Dafür kannst du dich da oben anmelden, einfach auf das Bild klicken, dann bekommst du erstmal mein gratis Buch, in dem du lernst, wie du mit 5 simplen und einfachen Schritten, die wirklich jeder nachmachen kann, bis zu 10 Dates die Frauen hast, bis zu 10 Dates die Woche hast, wollte ich natürlich sagen. Und zusätzlich bekommst du meine 4 geheimen Flirt-Dokumente. Da lernst du unter anderem, wie du eine Frau in die Beziehung bekommst, wie du ihre Körpersprache liest, um sie zu verführen und noch viel mehr. So, das war's von mir für heute. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis dahin, ciao.